Einen scheinbar großartigen Einfall. Bei der Lokalzeitung geben Sie ein Inserat auf. Verein Lustig. Versammlung Sonntag, den 13. Februar 1916. Stammlokal Ring Nummer 11. Aufnahme neuer Mitglieder. Nein, das ist kein besonders einfallsreicher Scherz. Daraus lässt sich wohl nicht einmal eine Kleinstadtsatire machen. Oder doch? Am 13. Februar 1916 sollte diese Versammlung des Vereins Lustig stattfinden. 1916, mitten im Krieg, im großen Vaterländischen Krieg, der jetzt schon anderthalb Jahre dauerte und den die Deutschen, verbündet mit den Österreichern, trotz aller Siegesmeldungen noch immer nicht gewonnen hatten. Dabei, 1914 hat alles so hoffnungsvoll begonnen, es hatte ausgesehen, als ob der Krieg ein einziger Spaziergang werden sollte. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den lässt er jetzt nach Frankreich reisen. Wenn es Russenköpfe regnet und Franzosenköpfe schneit, dann bitten wir den lieben Gott, dass das Wetter noch so bleibt. Alle Schuld rächt sich auf Erden, Frankreich muss westfälisch werden. Und jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Freilich, dieser grotesk-makabre Humor, Galgenhumor, wie sich schnell zeigte, war nur das populäre Echo auf die Politik gewesen. Jetzt ging die Saat auf, die in den kaum mehr als 40 Jahren des Zweiten Deutschen Reiches gelegt worden war. Hochmut, Größenwahn, Verachtung der anderen, Blindheit, Sturheit, Rücksichtslosigkeit. Das alles verbunden mit einem Wettrüsten sondergleichen. Stimmen des Friedens, der Friedfertigkeit, gingen unter im martialischen Geschrei, im Säbelklirren und im Marschtritt des Militärs. Wir erkennen, dass die Bestrebungen, die die Abschaffung des Krieges zum Zweck haben, nicht nur als töricht, sondern geradezu als unsittlich bezeichnet und als menschenunwürdig gebrandmarkt werden müssen. General von Bernhardi, Chef der militärgeschichtlichen Abteilung im deutschen Generalstab. Zum Glück muss es als völlig ausgeschlossen bezeichnet werden, dass die Friedensbestrebungen ihre Zwecke jemals erreichen werden. Und unten auf der Straße schwenkte man die Hüte, steigerte man sich in Hysterie, drohte der ganzen Welt mit der Faust. Denen werden wir es schon zeigen. Immer feste drauf. Das war mein Kriegsanfang. Hitze, Getöse, die einbrechende Dämmerung, die dunklen Bäume am Ende des Glacis, die Brücke, dicht gedrängt und bewegt. Alle waren mit sich beschäftigt, alle waren außer sich, murmelnd, schreiend. Und ich war mitgerissen und erhoben als ein Teil von ihnen allen. Am nächsten Tag war die Welt verwandelt. Durch unsere Straßen zogen Züge um Züge von Soldaten. Sie waren auch verwandelt. Nicht mehr in Blau, das ihnen so gut stand, in Feldgrau. Jedermann wollte mittun, beitragen. Wir Kinder leerten unsere Sparkassen, kauften Zigaretten für die Soldaten. Die Väter gingen zur Bank, spendeten Geld für den Krieg. Die Mütter in weißen Schürzen lösten sich am Bahnhof ab, Tag und Nacht, strichen Bröder, schenkten Kaffee ein. Nun standen die Kommerzienrätinnen vom oberen Ende der Bismarckstraße einträchtig neben den Professorenfrauen. Ich kenne keine Parteien mehr, kenne nur noch Deutsche. So hat die Journalistin Margret Boveri, damals ein junges Mädchen, den Beginn des Ersten Weltkriegs in ihrer Heimatstadt Würzburg beschrieben. Und so findet man noch andere Zeugnisse, die eigentlich alle nur immer das Gleiche beschreiben. Marschierende Kolonnen, blinder Jubel, Gesang und Hurra, allenfalls ein patriotischer Griff ins Portemonnaie. Entschuldigung, ein vaterländischer Griff in den Geldbeutel. Man zog ja nicht nur gegen die leibhaftigen Franzosen ins Feld, man kämpfte auch gegen die französische Sprache, französische Sitte, gegen die französische Mode. Undeutsch, sittenlos und sinnlos ist die Pariser Damenmode. Sie füllt die Taschen unserer Feinde. Sie macht ihre deutsche Trägerin zum Zerrbild eines menschlichen Wesens. In ihrer Schamlosigkeit ist sie unserer pflichtbewussten deutschen Art geradezu entgegengesetzt. Weg mit der Pariser Mode aus deutschem Land.
Echt deutsch und anmutig, sittig und ernst sind die Thalysia-Reformkleider. Ob unsere zwei Mädchen aus der schlesischen Kleinstadt, die im Februar 1916 jenes Inserat für den Verein Lustig aufgegeben hatten, ob sie von französischer, verderbter Mode träumten, wir wissen es nicht. Alles, was man über sie noch erfahren kann, steht in zwei, drei Absätzen einer Sammlung von Kulturkuriosa, die einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erschienen ist. Moderne Kulturkuriosa von Dr. Max Kemmerich. Da wird die deutsche Gesellschaft jener Zeit kritisch durchleuchtet und unsere zwei schlesischen Mädchen finden wir im Kapitel Justiz. Einem der Mädchen nämlich wird der Prozess gemacht, der bald zur Justizgroteske gerät. In den Kulturkuriosa heißt es: Die Wirkung war durchschlagend. Die patriotische Volksseele kochte. Der Superintendent wetterte von der Kanzel gegen die Verwerflichkeit und Unschicklichkeit einer solchen Veröffentlichung in so schwerer Zeit. Ein ehrsamer Bäckermeister stimmte im Sprechsaal der Zeitung seine Leier zu Klagetönen über die Oberflächlichkeit und Herzlosigkeit leichtsinniger Menschen, die sich so weit vergessen, jetzt zur Mitgliedschaft eines Vereins Lustig aufzufordern. Dagegen blieben die Kriegsandachten leer. Der sensationelle Fall gelangte an die Amtsanwaltschaft. Die 16-Jährige wurde wegen groben Unfugs vom Schöffengericht verurteilt. Jedoch, weil es sich im Sinne des Strafgesetzbuches um einen besonders leichten Fall handelte, nur zu einem Verweis. Freilich, die Affäre ist noch nicht ausgestanden. Sie wird ihre Fortsetzung haben. Sturm im Wasserglas, während an den Fronten ein entsetzliches Massenmorden stattfindet. Wie eine große, schneidige Husarenattacke hatte man sich 1914 den Krieg vorgestellt und die militärischen Anfangserfolge schienen dem Wunderglauben recht zu geben. Die deutschen Armeen hatten Belgien überrannt und waren weit nach Frankreich eingedrungen. Doch dann blieb dieser Angriff stecken. Nur das Blutvergießen ging weiter im Stellungs- und Grabenkrieg. Weihnachten 1915 trägt der deutsche Generalstab dem Kaiser den Plan vor, man müsse jetzt zu einer Strategie des Ausblutens übergehen, ein Ziel angreifen, das Frankreich unter keinen Umständen aufgeben würde. Am Ende seien dann die zahlenmäßig überlegenen Deutschen die Sieger. So beginnt in diesem Februar 1916 der Angriff auf die französische Festung Verdun. Zur gleichen Zeit geht in Potsdam ein anderes junges Mädchen zur Schule. Auch sie wird lange Jahrzehnte später ihre Erinnerungen an diese Jahre aufschreiben, die Publizistin Margarete Buber-Neumann. Noch hatte das patriotische Feuer in den Stimmen meiner Lehrer nicht spürbar abgenommen. Und nicht nur einige besonders eifrige Monarchisten, sondern mit wenigen Ausnahmen eigentlich alle, waren davon überzeugt, dass Frankreich zum Untergang verdammt sei. Zu den beliebtesten Liedern im Gesangsunterricht, die wir sangen, gehörten immer noch »Es krähte drüben ein frecher Hahn, er krähte nur immer Rache« und »Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Reihen, ob sie wie gierige Raben sich heiser danach schreien.« Die Bevölkerung Frankreichs, so lernten wir, sei völlig degeneriert. Dort bekämen die Frauen nur noch zwei Kinder. Und der Franzose sei ein miserabler Soldat. In der Turnstunde führte man militärische Kommandos ein. Aber von Monat zu Monat wurde das Brot knapper und schlechter. Und wir liefen auf Holzsohlen. Ich habe Lust, im weiten Feld zu streiten mit dem Feind. Wohl als ein tapferer Kriegersheld, der's treu und ehrlich meint. Wohl an die Fahne weht, wohl dem, der zu ihr steht. Die Trommeln schallen weit und breit, frisch auf zum Streit. Zurück in unsere schlesische Kleinstadt, wo eine 16-Jährige in einem besonders leichten Fall wegen groben Unfugs verwarnt worden war. Doch die deutsche Justiz ist gründlich. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass durchaus kein besonders leichter Fall vorliege. Gab sich also mit dem Verweis nicht zufrieden, sondern legte Berufung ein. Die Strafkammer hielt dies für begründet, weil weitere Kreise des Publikums durch das Inserat in ihren patriotischen Gefühlen verletzt worden seien. Bejahte auch, dass das junge Mädchen die zur Erkenntnis der Strafbarkeit ihrer Handlung erforderliche Einsicht besessen habe.
hielt den Fall nicht für einen besonders leichten und änderte das schöffengerichtliche Urteil ab, indem es die Delinquentin zu einer kleinen Geldstrafe verurteilte. Die Affäre ist noch nicht ausgestanden. Aber unterbrechen wir diese deutsche Justizgroteske für einen Augenblick. Versuchen wir, die Situation aus dem Abstand eines Dreivierteljahrhunderts zu sehen. Da arbeitet eine bürokratische Justiz vor sich hin wie in tiefsten Friedenszeiten. Da empören sich biedere Deutsche über einen banalen Scherz, während draußen eine Welt untergeht. Ein Skandal? Nein, es steckt eine ganz makabre innere Logik in solchen Situationen. Kriege sind nie eine nüchterne, rationale Angelegenheit. Kriege sind immer der Tummelplatz der Schreier, der Bürokraten, der Anstoßnehmer und der furchtbaren Juristen. Kriege sind keine vernünftig organisierbaren Vorgänge. Kriege sind chaotisch. Kriege sind Exzesse. Kriege sind jenseits der Vernunft. Mögen die Strategen an den Stammtischen und in den Kriegsakademien auch noch so oft behaupten, Kriege seien logisch zu planen, zu führen und zu gewinnen. Die Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs haben die böse, blutige Wahrheit schnell begriffen, dass sie einem Massenwahn erlegen waren, der ihnen einen lustigen, anständigen, ehrlichen Krieg vorgegaukelt hatte. Aber den gibt es nicht. Die Bevölkerung zu Hause brauchte länger, um zu begreifen. Siehe unser Beispiel aus jener schlesischen Stadt. Bis jetzt hat diese harmlose Zeitungsannonce einen Amtsgerichtsrat und zwei Schöffen beschäftigt, einen Landgerichtsdirektor und zwei Landrichter, einen Amtsanwalt, einen Staatsanwalt, einen Rechtsanwalt. Bei Kemmerich liest man weiter: Da der Vater des Mädchens, ein Beamter, sich aber nicht zufrieden gab, sondern Revision einlegte, so folgten noch weiterhin ein Senatspräsident, vier Oberlandesgerichtsräte sowie ein Mitglied der Oberstaatsanwaltschaft. Dabei sehen wir ganz von den Zeugen ab. Natürlich, es ist leicht, eine Satire aus solch einem Fall zu machen. Ein Heer von Juristen, das mit seinen Paragraphen in einer Lappalie herumstochert, während die Welt in Flammen steht. Aber ein Dreivierteljahrhundert später, nach den Erfahrungen einer Diktatur, eines missratenen sozialistischen Experimentes, fragt man sich ganz zaghaft, ist eine groteske, schwerfällige und lächerliche Justiz nicht allemal noch besser als eine pure Unrechtsjustiz, als Volksjustiz, als Klassenjustiz? Was aber die Kriege angeht, es ist wohl unmöglich, den einen gegen den anderen aufzuwiegen, abzuschätzen, wo der Schrecken am größten war. Der entsetzlichste Krieg ist für die Betroffenen immer der gegenwärtige. Und selbst das Ende eines Krieges ist noch immer eine Katastrophe. Margret Boveri: Wer das Kriegsende zweimal erlebt hat, 1918 und 1945, wird mir zustimmen, dass das erste Mal das Schrecklichere war. Es traf uns unvorbereitet. Ringsum war alles unverändert. Es gab viel Trauer, viel Kummer über Gefallene und Verwundete. Das war privat. Das Dasein und seine Ordnungen schienen zwar belastet, angestrengt, verdüstert, aber in sich fest. 1945 sahen doch selbst die, die noch an den Führer und seine Partei glaubten, wie ringsum die Häuser brannten, die Ruinen sich ausbreiteten, die Ströme der Flüchtlinge anzeigten, welche Landstriche verloren waren. Wir damals, 1918, sahen nichts, wussten nichts. Plötzlich über Nacht das Ende. Niederlage? Nach lauter Siegen? Ich ging über die Löwenbrücke, sah, wie ein Trupp müde, abgerissener Soldaten daherkam. Wohl noch geschlossen, nicht mehr in Reih und Glied. Kein Gesang. Kein Krieg ist dem anderen gleich. Jeder Krieg ist dem anderen gleich. Das war Zeitzeichen. Stichtag heute, 13. Februar 1916. In Zeitzeichen erinnerte Hermann Ebeling heute an die Scherzanzeige Jugendlicher im Ersten Weltkrieg und die nachfolgende Justizaffäre. Zeitzeichen morgen mit einer Sendung über die Entstalinisierung. Daheim und unterwegs. Gespräche und Musik am Vormittag.
Heute Ansichtssachen. Am Mikrofon bis 12 ist Dörte Fuhland. Der Mittwochvormittag beginnt wie immer mit Mode. Also Mode ist ja nun längst nicht nur das, was man am eigenen Leibe trägt. Mode kann zum Beispiel auch sein, was Sie auf der hinteren Hutablage eines Autos sehen. Vielleicht in dem, was gerade vor Ihnen fährt. Aber auf keinen Fall ist es das von Wolfgang Korun. Hunde haben ihren Stammbaum. Nur da können sie ihren Haufen richtig und lustvoll machen. Beim Neandertaler war das vielleicht auch einmal so. Fürs Kacken gab es ein ganz bestimmtes Plätzchen und nur dort ging's wirklich gut vonstatten. Seit der Erfindung des Rades aber war es natürlich aus damit. Und seitdem Eisenbahnen und Auto es gibt, seitdem es Reisebüros, Fernflüge und zweimal im Jahr Urlaub gibt, wer kann da noch nach der Devise »My Klo is my Castle« kacken? Nein, die mobile Gesellschaft hat uns alle anal schwer geschädigt. Nicht nur, dass wir oral zu lebenden Versuchstierchen degeneriert wurden, Fast Food in einer viel zu kurzen Mittagspause in unser Gesicht drücken und aus einem Pappbecher lauwarmen Instant-Kaffee in den Mund hinunterkippen, auch unser Körperausgang auf der unteren Seite, der nicht einmal beim richtigen Namen genannt werden darf, der Popo genannt wird, als wären wir immer noch kleine Kinder, die AA machen. Oder Gesäß, als wäre es nur ein Ding zum Sitzen, so eine Art angewachsenes Sitzkissen. Nein, das hintere Loch hat nichts zu lachen. Haben Sie Verdauungsschwierigkeiten? Sitzen Sie manchmal auf der weiß lackierten Brille und können nicht so, wie Sie müssten?
Nun, das haben sie mit Hunderten von Millionen überzivilisierter Menschen in den Städten gemeinsam. Seitdem Sigmund Freud die Psychoanalyse entwickelt hat, wissen wir, Stuhlgang hat was zu tun mit Geben und mit Schenken. Was wir gegessen haben, müssen wir wieder hergeben. Das ist Stoffwechsel, Kreislauf, Natur. Was uns die Erde in Form von Nahrung geschenkt hat, müssen wir ihr in Form von Kot zurückgeben. Verstopfung, sagt Dr. Sigmund, bedeutet, ich will alles behalten, nichts zurückgeben. Und Durchfall? Schiss haben, Angst. Ja, das Kacken ist eben auch ein Seelenprozess. Und wo findet der statt? In der mobilen Gesellschaft? In Bahnhofstoiletten, auf Autobahnklos, kalt stinkend, in winzigen Zellen hinter Tankstellen. Den Schlüssel gibt's nur, wenn Sie vorher auch hier getankt haben. Ja, da könnte ja jeder kommen. Aber bitte, wie kann man denn diese abscheulichen Orte wenigstens ein bisschen heimisch machen? Natürlich überhaupt nicht. Tun Sie trotzdem etwas. Bitten Sie Ihre Großmama oder Tante Elvira, die immer ein bisschen Zeit haben, ein rundes